Hallo und willkommen zu diesem Capstone-Video. Wir sollen in dieser Gleichung die Kästchen so befüllen, damit diese Gleichung stimmt. Wir sehen hier schon aufgespaltet in der Gleichung nach einer Zahl, einem Term in y, einem Term in x und einem Term in x mal y. Dementsprechend müssen wir uns die entsprechenden Terme in der linken Seite der Gleichung suchen. Das heißt, beginnen wir mit allen Termen x mal y. So sehen wir, wenn wir von links beginnen, durchzusehen hier plus x mal y und hier minus 2 mal x mal y. Also gesamt einmal xy minus 2 mal xy ergibt minus 1 mal xy. Der nächste Term, nach dem wir Ausschau halten, sind x-Terme. Wir haben hier 19 mal x plus 2 mal x und schließlich noch einmal plus 4 mal x. Also 19 plus 2 sind 21, plus 4 sind 25, also gesamt 25 mal x. Der nächste Term in y, wir finden minus 8 mal y, minus 3 mal y auf der linken Seite der Gleichung, minus 8 minus 3 ergibt minus 11 mal y. Und zu guter Letzt plus eine Zahl und die einzige Zahl, die auf der linken Seite der Gleichung vorkommt, ist minus 2, also plus minus 2. Wir haben also somit alle Kästchen richtig befüllt, damit die Gleichung stimmt und somit ist die Aufgabe richtig gelöst.